In dieser Folge finden ich und Pupsi ein Piratenschiff auf dem Meer. Und der Pupsi wird daraufhin zum Piratenkapitän. Doch das gefällt mir nicht so sehr und deswegen habe ich mich entschlossen, ihn zu pranken. Ich habe mich in richtig coole Piratenskelette verwandelt und in Seeungeheuer. Und als das nicht ausreichte, habe ich sogar Inseln gesprengt und das Schiff. Ob ich es geschafft habe, am Ende selbst ein Piratenkapitän zu werden, das werdet ihr nur erfahren, wenn ihr diese Folge zu Ende schaut. Und lasst unbedingt auch ein Like da. Oh mein Gott, Pupsi, siehst du das auch? Da ist einfach ein riesiges Piratenschiff. Okay, ich bin Erster, ich bin Erster. Ey, nein, halt, stopp. Hey, ich hab das Schiff als Erstes gefunden. Oh mein Gott, ist das peinlich, was du hier schon wieder machst. So, Moment. Oh, warte, wie kommen wir hier hoch? Ha, ich hab ne Methode, aber die wird dir nicht gefallen. Warte, du hast ne Methode? Ich hab auch ne Methode. Wir können hier nicht einfach hochbauen. Das ist doch illegal, oder? Natürlich können wir hochbauen. Und zack. Oh nein, ich bin leider ausgerutscht. Komm hier nicht hoch. Ja, du musst erstmal das hier abbauen. Und jetzt funktioniert's. Oh ja, ich schaffe es. Ey, ich bin runtergeflogen. Ha, du bist so schlecht. Und ich schaffe es. Und ha, so. Oh nein, ich bin auch runtergefallen. Hey, ich dränge doch nicht vor. Oh, au! Erster, das Boot gehört mir. Boot gehört mir. Oh mein Gott, das ist so groß. Ich brauche so viele Leitern. Oh nein, Freunde, ich darf nicht zulassen, dass der Pupsi gewinnt. Guck mal, ich mache jetzt so. Zack, zack, zack. Und... Nein! Warte mal, und ich bin fast oben. Ich hole hier runter. Ey, das ist mein Boot. Nein, nein, nein. Oh, ich hab's geschafft, Freunde. Ich bin auch jetzt auf dem Deck des Schiffes. Wo könnte sich der Schatz verstecken? Vielleicht da unten irgendwo? Oh nein, das sieht da ein bisschen gruselig aus. Ey, was? Guck dir auf die Eins. Ich suche den Schatz als Erstes. Nein, wir sind hier komplett falsch. Ich wette, hier ist nicht ihr Tresor. Wo könnte ein Piratenkönig seinen Schatz versteckt haben? Bestimmt vorne beim Steuer, oder? Ich muss direkt hin. Ja, geh du mal hin. Ich gehe zu der Kajüte. Da ist immer der Schatz. Oh, Leute, ich werd reich. Oh, nee, ich weiß gerade noch mal. Ich gehe doch mal nach hinten. Da muss der Schatz sein. Oh, ja, Freunde, ich hab ihn gefunden. Pupsi, Pupsi, ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Was soll das denn jetzt? Das ist doch gar nicht die Kajüte von dem König, Mann. Ich meine natürlich von dem Piratenchef. Wie heißt der noch mal? Ich weiß nicht, wie der Piratenchef heißt, aber ich weiß eins. Kapitän, du hast keine Ahnung. Das ist mein Schatz. Dafür brauchst du einen Schlüssel. Oh yes, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, guck mal, wer jetzt der Chef hier ist. Ich bin der Chef und ich hab den Schlüssel. Das heißt, ich bin der Piratenchef mit dem Piratenschlüssel. Wow! Das heißt, du bist ja der Kapitän jetzt. Ich hab das Schiff gefunden. Ganz leise Matrose, jetzt bin ich hier am Steuer. Wo ist das Steuer eigentlich? Ah, ich hab's. Ich muss es nur noch platzieren. Was ist das denn? In der Mitte des Schiffes, in der Mitte des Schiffes. Wer baut denn in der Mitte des Schiffes? Das macht gar keinen Sinn. Nein, aber nicht hier. Ich meinte in der Mitte des Schiffes, aber weit vorne. Oh, Pupsi, wer fährt denn so sein Boot? Ganz ehrlich, Matrose, noch so ein Spruch, Rippenbruch. Damit weiche ich dich hier runter. Freunde, hat er das jetzt wirklich gesagt? Ich habe hier alles organisiert. Ich habe dieses Schiff gefunden. Ich habe ihm sogar einen Tipp gegeben, wo der Tresor ist. Und dann hat er sich einfach die ganzen Sachen als Erstes geschnappt. Das gibt's doch nicht. Ich werde mir mal was einfallen lassen. Falls ich mich jetzt in einen Piratengeist verwandeln soll, dann lasst unbedingt ein Like da. Eins, zwei, drei, super, Freunde. Seid jetzt gespannt. Hey, Matrose, was quatschst du denn da die ganze Zeit? Ab, 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 an die Segel. Wir müssen so langsam los hier. Ich habe kein Parkticket. Freunde, ich habe mich jetzt zu einem Piratengeist transformiert. Schaut mal an, wie ich aussehe. Oh, warte, ihr seht mich wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es so besser. Ja, Freunde, und jetzt werde ich mal auf diesem Schiff rumspuken. Ich bin der beste Kapitän. Der beste Kapitän. Der beste, 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 beste Kapitän. Der beste Kapitän. Was ist das denn? Ist das etwa eine Kakerlake, die da rumfliegt oder was? Hat er gerade gesagt Kakerlake? Na, was wird er sagen zu meinen Wächtern? Die spawn ich jetzt mal hier. Oh ja, zeig ihnen mal, wo es hier längs geht. Ja, geh mal weg, du kleine Kakerlake. Du kannst mir gar nichts. Was seid ihr denn, Creeper-Kakerlake oder was? Und warum seid ihr so unsichtbar? Na, zeig's ihm, Geist. Oh, das hat er aber schnell geschafft. Oh, ich hab eine andere Idee, Freunde. Ich werde als Geist mal hier ganz viele TNTs jetzt platzieren. Und wir werden mal sehen, was unser Kapitän damit anstellt.
was sagst du zum TNT? Hey, wie cool, ich liebe Dynamit. Wer hat mir das denn gesagt? Alle meine Freunde lieben Dynamit. Ich bin einer der reichsten Dynamit-Liebhaber. Hä? Hat er das jetzt einfach abgebaut? Das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Ich dachte, das wäre ein perfekter Plan. Und so wie ich den Pupsi kenne, hätte er die gerade zum Explodieren gebracht. Und das Schiff wäre untergegangen. Was macht er da gerade? Ich bin der Dynamit-Boss. Ich bin der Dynamit-Sheriff. Und ich bin der Dynamit-Kapitän. Ihr könnt mir alle nichts, Matrosen. Ab an die Segel. Ab an die Kanonen. Und jetzt nicht lang rumsnacken, Kopf in den Nacken. Ich verstehe gerade nicht, worauf er hinaus möchte. TNT gefährlich. TNT gefährlich. Oh, diese komische Kakerlake, spricht gerade mit mir oder was? Die summt die ganze Zeit so komisch. Weg mit dir, du Kakerlake. Okay, Freunde. Ey, was hat er... Ey, ist das sein Ernst? Er hat mich einfach eingefangen. Zum Glück bin ich durchsichtig. Na, werden wir mal gucken, wie er gleich wirklich Angst hat vor so einem Piratengeist. Arrivederci, mein Freund. Ey, warum zündest du das an, Mann? Wow, das war eine heftige Explosion. Ey, ich muss echt sagen, das war jetzt ein bisschen ungünstig so für mich. Ich als der neue Sheriff in Town, aka der neue Kapitän, habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen meine Verantwortung war. Aber das ist kein Problem. Matrosen, weiter in die Segel. Pupsi ist immer noch der Boss und ich liebe Explosionen. Na gut, Freunde, was wird denn gleich sagen, wenn hier in diesem Deck einfach mal ein paar Skelette spawnen? Und ihr fragt euch sicher, welche Skelette? Nein, keine normale. Nämlich Piraten. Skelette. Oh ja. Hä, warte mal, was macht er da? Sollte er eigentlich hier unten keine Angst haben? Ey, Matrose, ab an die Segel. Was machst du hier unten? Hier ist der Kanonenraum. Kanonenräume sind nicht für Matrosen. Die sind nur für Kanonenprofis. Ey, was bewegst du dich so weg von mir? Niemand widerstellt sich dem König, aka dem Kapitän Pupsi. Was? Hä, er sollte doch viel mehr Angst haben vor mir. Und er verfolgt mich. Ich hab Angst vor ihm, oder was? Oh, stell dich hoch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Freunde, ich dachte wirklich, mein Plan würde ein bisschen anders verlaufen. Ich bin doch gruselig. Ah, warte, ich versteck mich hier hinter. Und jetzt gibt's mal ein paar weitere Matrosen, die in einen Strich durch die Rechnung machen. Oh ja. Ey, ich hab euch gesagt, geh wieder an Deck. Ey, was greifst du mich an? Ey, warum sind das so viele? Tja, hättest du dich nicht mit mir messen sollen. Ah, schade, er versteckt mich nicht, während ich ein Skelett bin. Auf die Eis, ihr Matrosen habt zu hören. Ihr seid so blöd, ihr werdet alles sterben. Was? Warum ist das so stark auf einmal? Was macht er? Das ist nicht sein Ernst, oder? Nicht, dass er mich gleich auch noch besiegt. Ich werde hier einen weiteren spawnen. Hier, nehmt die hier. Holt ihn endlich. Das ist ja mal gar nichts. Was wollt ihr denn da jetzt alle? Was seid ihr für eine traurige Meute, die ihr gegen mich kämpft? Pupsi ist der Kapitän, da kann niemand was dran machen, Mann. Der scheint ein bisschen stärker zu sein. Und, hat er ihn gleich? So, der Profikämpfer Pupsi auf die Eins. Zack. Das war's mal wieder komplett. Und du bist als nächstes dran, wenn du nicht nach oben gehst. Hoch, hoch, hoch mit dir. Oh nein, Freunde, er verfolgt mich. Ich muss schnell hoch. Okay, okay. Ich wette für ihn arbeiten. Bitte tu mir nichts. Oh, ein chaotisches, klappriges Skelett, Mann. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass ich dich irgendwann mal angestellt habe, aber du bist jetzt der Letzte, der irgendwie übrig ist. Die andere Meute, die war irgendwie sauer auf mich. Keine Ahnung, warum. Ich bin eigentlich der beste Kapitän ever. Ich würde sagen, stell dich am besten mal an das Segel da oben, okay? Hier hoch. Und dann kannst du so ein bisschen da auf diese Plattform. Da musst du hochklettern. Ich hoffe, das packst du. Ja, bis dann. Ciao. Freunde, will er wirklich, dass ich jetzt da ganz nach oben kletter? Als klappriges Skelett? Oh Mann, Freunde, ich ahne Böses. Aber wenn ich das nicht erledige, dann... Was macht er mit meinen Knochen dann? Ich weiß es gar nicht. Ich sollte lieber seinen Befehl befolgen. Und zack. Oh, ich bin fast oben, Freunde, nur noch ein wenig. Oh, warte mal, ich krieg den Block hier nicht kaputt. Pupsi, wie komm ich weiter hoch? Ey, du Matrose, mach doch mal schneller jetzt. Hoch, 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 ich helf dir sogar, komm, hier. Tak, 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 tak. Wirklich, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, Mann. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin der Kapitän und nicht hier der Einführungsmeister oder wie man das auch immer nennen will. Die Leiter war vorher nicht da. Wie hätte ich das denn sonst schaffen sollen? Ah, ich glaub's ja nicht. Pupsi nimmt mich immer auf den Arm. Oh, ich bin jetzt ganz weit oben. Okay, jetzt ist Mutprobe, du kleiner Matrose. Du musst jetzt hier rüberlaufen bis zur Mitte, damit ich weiß, dass du ein echter Pirat bist und nicht einfach ein komisches Skelett oder so. Ich muss ihm irgendwie signalisieren, dass ich das nicht machen möchte. Ich habe nicht absolut Höhenangst. Nein, 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 nein. Was willst du mir sagen, Skelett? Willst du mir sagen nein? Willst du mir sagen, du bist kein richtiger Pirat oder was? Okay, ich versuche es einfach, Freunde. Und... Hoppla! Ah! Wow, wow!
Hilfe! Hasta la vista. Das kriegt der Pupsi zurück. Okay, Freund, ich habe mich wieder zurückverwandelt. Anscheinend hatte der Pupsi keine Angst vor meinen Skeletten und Geistern. Aber auf dem großen, weiten Meer lauern noch viel mehr Gefahren. Warte, ist er immer noch da oben? Pupsi, ich bin fertig mit den Aufgaben, die ich für dich erledigen sollte. So, Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie das ein richtiger Pirat macht. Und zwar springt man einfach runter und dann... Und zack! Ich bin der Beste. Wow, das hast du richtig super gemacht. Na gut, ja, ich gebe zu, ich bin jetzt dein Matrose. Was möchtest du? Jede mehr von das. Aber warte, warte, gib's zurück. Ich hab mich umgezogen. Warte, warte, gib's zurück. Bitte sehr. Okay, das war der erste Test. Du musst nämlich 3 Tests machen. Das war der erste. Der zweite ist, du musst hier, komm mal mit, du musst hier hoch, hier auf dieser Kanone stehen. Okay, und dann? Gibt's was ganz Einfaches. Ich halte dich jetzt hier fest und dann werf ich dich runter und dann zieh ich dich hoch. Oh, das hat nicht funktioniert. Ey, Pupsi! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Der Pupsi... Ah! Hör auf damit! Prüfung Nummer 3 ist hier hochzukommen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss es schaffen, Freunde. Warum ist der Pupsi so gemein zu mir? Zitrone, komm doch her. Zack. Oh, ich hab's fast geschafft. Pupsi, bitte, bitte, bitte. Du kriegst einen Goldapfel, wenn du aufhörst. Okay, überredet. Brauchst gar nicht mehr sagen, so. Also Goldapfel, das lässt jetzt ein Pupsi sich nicht entgehen. Ja, aber wir müssen einmal bei mir zu Hause vorbeischauen, weißt du? Also, das geht ja nicht einfach so. Also, hier habe ich keine Goldapfel. Äpfel. Ja, okay, okay. Dann brauche ich mal wieder... Oh, nein, ich bin runtergefallen. Was hast du hier gemacht, Bloxy? Was ist hier passiert? Ich weiß es gar nicht. Oh Mann, ich glaube, dieses Schiff hat einfach nur Löcher. Naja, ich ziehe jetzt mal meine Bandana an und jetzt sehe ich aus wie ein komischer Pirat. Ich will einen Piratenhut. Pupsi, bring mir einen Piratenhut. Wie bitte? Nenn mich bitte Kapitän der See. Ich habe den Führerschein 1, 2, 3, A und B. Das wissen alle. Okay, Kapitän, dann lass uns jetzt auf zu meinem Zuhause, damit du meinen Goldapfel bekommst. Das hört sich ehrlich mal nach einer guten Idee an. Hier ist das Lenkrad, zack. Und? Wow, 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 es geht los. Matrosen, ab an die Segel. Oh mein Gott, was ist eben gerade passiert? Hä? Warte, wir fahren ja tatsächlich. Aber irgendwie sind wir zu halb unter Wasser. Wie kann es sein? Kann es sein, dass du dieses Schiff nach ein paar Metern gesunken hast? Nein, das kann nicht sein. Ich bin Kapitän der See. Hier ist alles voller Wasser vollgelaufen. Du bist nicht mal ein paar Metern gefahren und schon ist alles hier voller Wasser. Also das ist ja offensichtlich nicht meine Schuld. Bloxy, du bist verantwortlich. Mach du das Wasser weg. Oh Mann, Freunde, wie soll ich dieses Boot hier jetzt retten? Nein, ich tief ja immer. Hilfe! Ich bin unten. Oh, das war eben gerade richtig knapp. Ey, ich ertrink hier noch. Oh nein, Pupsi, bitte, das Ganze ist... Pupsi ist der beste Kapitän. Pupsi ist der beste Kapitän. Pupsi ist der beste Kapitän. Und wir fahren so schnell voran. Freunde, ich bin... Er hat das ganze Schiff hier gesunken, Freunde. Oh mein Gott, ging das schnell. Pupsi, du hast doch gar keine Fahrerlaubnis. Warum? Ich verstehe nicht. Was hast du gemacht? Also, ich habe letztens mit einem geredet, der sah richtig nett aus. Das war mein Supermarkt. Und der hat auf jeden Fall gesagt, ich bin ein guter Segelfahrer. Und dann habe ich gesagt, ich habe zwar ein paar Führerscheine, zum Beispiel 1, 2, 3, A, B und die C. Aber das Problem ist halt einfach, dass das Schiff einfach ein bisschen kaputt war. Du hast doch die Löcher gesehen, oder nicht? Ich habe sie zwar gesehen, aber warum hat er mir als Kapitän nicht befohlen, die vorher zu reparieren? Na gut, ich habe aber eine andere Idee. Bleib sie 3 Minuten als Zeit, dann will ich ein neues Schiff haben. Ich bin der Kapitän und du machst, was ich sage. Was? Oh nein, Freunde. Oh nein, ich muss mich beeilen. Oh, ich hatte eigentlich vor, jetzt meine Idee zu verwirklichen. Aber ich helfe ihnen erstmal kurz, ein Schiff zu bauen, weil sonst kommt er hier nie weg. So, Freunde, ich habe ihn jetzt ein kleines Schiff hier gebaut. Oh ja, ich hoffe, es wird ihm gefallen, weil was Besseres habe ich nicht gefunden. Pupsi, hier bitte sehr. Der große Kapitän sitzt auf das kleine komische Nussschale drauf. Hä? Das ist alles, was ich dabei hatte, Pupsi. Oh mein Gott, ich meine, es ist besser als gar nichts, aber auch nicht viel besser. Oh, bis dann. Dein Ernst, lässt du mich jetzt in den Stich oder was? Pupsi, warte. Na gut, weil du es bist. Komm, sag ein, Großer. Spaß, tschüss. Oh mein Gott, Freunde. Okay, wir werden mal gucken, was er zu Seeungeheuern sagt. Ich meine, das Meer ist doch hier nicht ungefährlich. Na, Freunde?
Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Messi, das Seeungeheuer. Wir werden mal sehen, wie viel er Angst haben wird vor Wasser. Da hinten ist er. Ich muss ihn schnell einholen. Oh nein, Leute, ich habe mich schon wieder verfahren. Wie kann das sein? Ich bin doch Pupsi, der Kapitän zur See. Freunde, fährt er da gerade die ganze Zeit um Kreis? Oh Mann, ich werde jetzt Angst einjagen, denn ich bin Messi, das Seeungeheuer. Bin der größte Kapitän. Da ist meine... Was ist das denn für eine komische Flagge? Hallo, du Futzi. Oh, ich bin hier drauf. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Pupsi auf die Eins. Ich sagte Pupsi auf die Eins. Pupsi auf die Eins. Ich bin Pupsi auf die Eins. So, Freunde, ihr merkt gerade, er hat keine Angst vor mir in seinem sicheren Boot da oben. Aber was wird wohl passieren, wenn ich mal ein paar Freunde herhole? Oh nein, er versucht mich gerade anzugreifen. Ich muss ausweichen. Ich werde jetzt ein paar von meinen Freunden hier spawnen. Oh ja. Oh, da sind ja noch mehr von den komischen Slug. Hallo, Sluggy. Oh ja, ich glaube, der greift ihn schon direkt an. Oh, oh ja. Wow, 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 weg mit dir. Weg mit dir. Oh mein Gott, die machen so viel Zahn. Ich nehme dich bei der... Weg hier. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, Freunde? Er verfolgt ihn genauso, wie ich es am liebsten habe. Oh nein, ich brauche jetzt wirklich den Goldapfel von Bloxy. Aber der Bloxy ist ja gar nicht mehr da, der die Labesau. Sehe ich das gerade richtig, Freunde? Er hat meinen abgehängt. Na, was sagt er denn gleich zu den nächsten Seeungeheuer? Ich bin jetzt nämlich ein richtig böser Hai. Und jetzt hole ich mal ein paar Freunde mit. Oh ja, verfolgt ihn. So, jetzt sind wir endlich bei Bloxy zu Hause angekommen. Ey, was macht ihr denn den komischen... Ey, wow, wow, wow. Warum sind da zwei komische Haie in meinem Boot? Drei? Die sterben einfach, sind die blöd. Oh mein Gott, ich habe die so gut ausgetrickst. Meine Haie haben sich einfach ins Boot reingesetzt und er lacht mich einfach so aus. Oh nein. Und jetzt will er mich doch mit Pfeilen treffen. Oh, ich muss schnell runtertauchen. Ich hole noch ein paar mehr Kollegen. Könnt ihr ihn vielleicht an Land holen? Na los, bitte. Wollt ihr jetzt mein Boot wieder angreifen oder was, die kleinen Versager? Ich nehme dich, zack. Und dich nehme ich auch. Pau und Pau und... Oh mein Gott. Mama, Mama, Mama. Ich fress schnell das Boot auf, damit dieses Boot nicht mehr meine... Leute hier holt. Oh ja, es hat geklappt. Wo ist mein Boot hin, Mann? Ey, nein. Weg mit dir, ihr komischen Viecher. Ich wollte nur den größten Goldapfel, den mir Bloxy versprochen hat. Mann, wo ist denn der überhaupt? Egal, ich gehe jetzt hier. Warte mal. Ich glaube, das ist gar nicht die Insel von Bloxy. Ich glaube, die hat nur so ähnlich gerochen, weil es hier so stinkt. Okay, Freunde, da ich ja jetzt nicht mehr an Land kann, habe ich eine andere Idee. Ich werde jetzt einfach zu einem Skelett. Aber ihr wisst ja, nicht ein einfacher Skelett, sondern ein Piraten-Mega. Skelett. Oh ja, Freunde, ich bin jetzt einfach ein Skelettkapitän. Der Pupsi bekommt alles zurück, was er angerichtet hat. Und in meiner Tasche hinten auf dem Rücken habe ich einfach so viel TNT, das glaubt ihr kaum. TNT hier, TNT da, TNT tralalalala. Insel sprengt, Insel sprengt. Oh ja. Entschuldigung, bist du dieser Tauschhändler, von dem alle reden? Kann ich von dir ein bisschen Dynamit kaufen? Als Skelettkapitän kann er tatsächlich meine Stimme hören. Ich werde mal mit ihm reden. Ja, natürlich, Kleiner. Was hast du eigentlich für einen Hut auf? Ich bin der einzig wahre Kapitän hier. Ganz ehrlich, du bist ein altes Skelett, Mann. Wenn du mir jetzt nicht sofort Dynamit gibst, dann gebe ich dir eine. Hat er mir gerade gedroht, Freunde? Na, ich werde mal ein paar goldene Skelette jetzt spawnen. Hier, nimm das. Und das hier. Was ist das denn? Dich würde ich gerne als Statue aufstellen bei mir. Aber richtig stark können die ja nicht sein. Zack, ein Zack und noch ein Zack. So, jetzt wo deine Freunde weg sind, würde ich mal sagen, gib mir mal das Dynamit endlich her. Was? Naja, das war noch nicht alles. Wir werden mal sehen, was er zu denen hier sagt. Oh ja. Ey, was holt ihr denn jetzt dein Bruder? Ich dachte, wir machen ohne Familie. Was soll das? Was soll das, Mann? Aber da kann er auch nichts. Ey, ihr seid ja wirklich alle so kleine Hampelmänner. Ey, macht ihr gar nichts. Hallo. Au, das hat wehgetan. Oh ja, gib's ihm, Bruder. Gib's ihm, Bruder. Und... Zack und Zack. Oh, Pupsi auf die Eins. Pupsi auf die Eins. Freunde, in der Zeit, wo er abgelenkt ist mit meinem Bruder, werde ich weiter hier ganz viel TNT platzieren. Ihr wisst ja, der TNT hier geht richtig ab. Junge, wie viel Zahn hält der denn aus, Mann? Was soll das? Ich dachte, wir machen ohne Familie, Mann. Tja, Pupsi, du solltest dich nicht mit einem Piratenkönig anlegen. Das bin nämlich ich. Ja, das war's schon wieder mit deinem großen Bruder, also. Hast du noch was zu sagen oder willst du mir die Dynamitblöcke geben jetzt? Komm, ein Schritt näher. Ich werde alles anzünden. Ja, mach ich doch gerne. So kann ich jetzt hier... Nein! Oh ja, Freunde. Jetzt gibt's erst mal Party. Wow.
Aber du weißt schon, dass hier eigentlich der Bloxy wohnt, gell? Also du, da musst du dich ja bei Bloxy selber entschuldigen. Hey, das stimmt doch gar nicht. Ich wohne hier doch gar nicht. Was versucht er hier gerade für Tricks? Da ich jetzt die Insel teilweise gesprengt habe, ist es Zeit, ihn aufzuessen. Pupsi, ich komme! Ich komme, Pupsi! Hey Leute, ich glaube, es wird Zeit zu gehen. Hey, warum verfolgt er mich? Okay, ich wollte eh gehen. Ist jetzt schon okay. Ich habe deinem großen Bruder ein bisschen wehgetan. Es tut mir leid. Ciao, ciao. Und zack! Und nein, Freunde, da ich nur aus Skelett bestehe, kann ich nicht so gut tauchen bzw. schwimmen. Oh nein, Freunde, ich gehe komplett unter. Ich muss mich wieder in ein Meeresungeheuer verwandeln. Ich hoffe, diesmal klappt mein Plan. So, Freunde, ich bin als Riesenschildkröte jetzt dem Pupsi gefolgt, damit das nicht zu auffällig ist. Und wir werden jetzt mal sehen, was er hier wieder bei seinem Boot macht. So, ich darf dich, Queen Pupsi. Zack. Und jetzt rette ich dich erstmal. Da ist der Pupsi. Ich schwimme schnell zu ihm. Was macht er da? Versucht er gerade sein Boot wieder zu beleben? Ich meine, das hat er doch nach 5 Sekunden direkt gecrashed. Ich habe gar nicht so viel Ausdauer, Leute. Nochmal runter und weiter geht's. Was sagt er eigentlich jetzt zu mir als Riesenschildkröte? Und ich box ihn mal. Hey, wer bist du denn, Alter? Du bist ja eine süße Maus. Wollen wir Freunde sein? Hä? Ich bin eine Riesenschildkröte. Ich will doch nicht mit ihm befreundet sein. Ich werde jetzt einmal da hinten. Ihr könnt sehen, da ist eine kleine Höhle. Ey, lass zusammen schwimmen. Hallo. Oh nein, der darf mich doch nicht verfolgen. Der trinkt doch gleich. Was macht der Pupsi? Oh nein. Ich muss mich hier schnell verstecken. Oh, das war knapp schon wieder, Leute. Okay, nochmal so tief tauchen sollte ich wahrscheinlich nicht. So, Freunde, ich komme aus der Tiefe der Höhle wieder zurück. Ich bin jetzt ein bösartiger Kraken. Oh ja, da ist der Pupsi. Oh, Pupsi. Oh, das war schon wieder so knapp. Ich brauch so ein Schnorchel oder so. Könnt ihr kurz liken, damit ich ein Schnorchel bekomme? Ey, was ist das denn? Oh ja, Pupsi, jetzt bist du meins. Du willst dein Boot nicht reparieren. Ey, was ist das denn für ein komisches Krake, Mann? Geh weg, wir sind ja nicht bei Piraten der Karibien oder wie das heißt. Er meint Fluch der Karibien. Freunde. Oh Mann, ey. So, jetzt lass mich mal ein bisschen weiter arbeiten, du Vogel. Du machst eh nichts, kleiner Angsthase, Poponase. Wir werden mal sehen, was er zu meinem Kumpel sagt. Er greift ihn schon direkt an. Oh, ey, es war nur ein Spaß mit Poponase. Ich denk nicht, dass du... Okay, der Pupsi ist respawned. Jetzt ist er auf dem Boot. Jetzt hole ich ihn mir. Warte mal. Haha, Pupsi, du kriegst mich niemals. Ich bin auf dem Boot und auf dem Boot bin ich immun. Nein, der kann doch nicht auf dem Boot immun sein. Ich hole noch ein paar mehr. Die werden ihn doch sicherlich erwischen. Pupsi hat einfach keine Chance, Freunde. Warte, er ist wieder respawned. Jetzt hole ich ihn mir wieder. Oh nein, jetzt kann ich ihn nicht mehr holen. So, du komische Tentakelmaus. Geh mal weg hier. Das ist nicht dein Revier hier, die Oberland gehört. Mir. Das was gehört vielleicht dir, aber mir gehört der Rest der Welt. Okay, Freunde, ich werde mich wieder zurück zu Bloxy verwandeln und ihn mal ein bisschen aufklären. Pupsi! Oh ja! Oh mein Gott! Ich bin ganz zeitig gefolgt, weil du hast mich vorhin abgehängt. Warum hast du mich nicht geh auf weg, du Kreatur! Geh weg, du Kreatur! Nein, ich bin's Pupsi! Ich bin's Bloxy, genau! Ey, Mann, du bist ja so blöd. Du kannst nur Bloxy sein. Na gut, überredet. So, jetzt lass mal lieber weiterfahren. Ey, hast du gesehen? Da waren so viele Monster und Kreaturen. Hey, wo sind wir eigentlich hier? Warum ist hier alles so verseucht? Ich weiß das auch nicht, aber wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich hab versucht dir... Du warst zu schnell. Ich war die ganze Zeit dir hinterher. Ich bin die ganze Zeit geschwommen. Ich hab dich kein einziges Mal gesehen, du Zitrone. Wir wissen alle, Zitronen schwimmen nicht. Doch, warte mal. Lass uns jetzt mal mit deinem Boot hier ein bisschen fahren. Und los geht's. Ich glaube, das ist ein bisschen kaputt. Kann das sein? Ja, weil du weg warst. Ein schlechter Matrose. Ich versuch das irgendwie auf Trab zu bekommen. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen aufpeppen. Moment mal. Und ein letzter Block hier hin und tada, Freunde, wir haben das Boot wieder auf Trab bekommen. Okay, und ich bin jetzt der neue Matrose und werde dieses Boot hier fahren. Hey, warum fährt das Schiff schon? Ich bin doch der Schiffmeister. Pupsi, komm rauf. Lass uns lossegeln. Ja, dann bewegt man das Boot nicht, Mann. Wieso bist du überhaupt am Steuer? Ich bin ja der Kapitän. Ich bin hier irgendwie eingeklemmt. Ich weiß nicht, irgendwie klemmt mich da was ein. Ja, aber das kann man ja ganz einfach beheben, indem man einfach hier runter... Da ist ein Oktopus, pass auf. Oh Mann, Freunde. Es hat ihn wieder erwischt.
Ja, geh du mal lieber nach da unten. Ich glaube, das ist die bessere Option, Bloxy. Was? Du willst mich wieder an die Fische verfüttern, oder was? Oh, Mann, ey. Warte mal, Pupsi, ich habe eine Idee. Also, du bist ja der Kapitän hier, richtig? Ich bin der Kapitän, das weiß jeder. Okay, kannst du mir kurz mal deinen Piratenhut ausleihen? Ja, okay, aber pass auf, nicht so wie letztes Mal. Da hast du irgendwie totalen Unfug damit gemacht. Hier, du kriegst den Piratenhelm und zack. Oh, danke schön, dass du ihn mir kurz ausgeliehen hast. Denn ich wollte dir nur sagen, ich bin der neue Kapitän hier auf diesem Schiff. Und ich befehle dir jetzt, du bist mein Matrose. Aber ich bin doch König, das siehst du doch. Ja, von wo hast du diesen Helm auf einmal? Hä? Nein, nein, nein. Bitte entferne dich von meinem Schiff. Ey, nein, was soll das? Das ist mein Schiff. Nur weil ich eine Krone habe, die sagt, dass ich der König auf Land bin, heißt das nicht, dass ich der König nicht bin auf See oder so. Du bist auf keinen Fall der König und auch kein Kapitän. Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Du hast es nicht anders gewollt. Dynamit, König ist am Start. Und ich brenne dir alles in die Luft. Alles. Das kannst du mir glauben. Trotz aller meiner Fähigkeiten werde ich hier untersetzt von den Leuten. Das kann ich ja gar nicht haben. Nein, was hat er gemacht? Oh nein, das Boot geht wieder unter. Oh, Pupsi. Alles ist hier kaputt. Nur weil er nicht verkraften konnte, dass ich der neue Kapitän bin. Pupsi? Pupsi? Oh, ich glaube, der ist auch hochgegangen. Naja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und checkt auch den Kanal von Pupsi ab. Und ja, wir sehen uns. Hey, da ist er ja. Tschüss.